Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Bloodstained, Ritual of the Night. Nachdem wir in der letzten Folge so dies und so das erledigt haben... Na komm her. Oder unser Blutschwert macht das. Genau, nachdem wir so dies und so das erledigt haben, unter anderem auch Alfred war, glaube ich, in der letzten Folge hier hinten, genau, dann hatten wir die Fähigkeit erlernt, unter Wasser zu laufen, was ziemlich praktisch war. Naja, und schlussendlich haben wir einen, ja, Klon von uns, würde ich sagen, kennengelernt und lieben gelernt und gleich verprügelt. Ich glaube, das trifft die ganze Sache am besten. Okay. Stachelbrustplatte. Ist die gut? Stachelbrustplatte, bist du gut? Mehr Verteidigung, weniger Initiative, weniger Geist. Okay, wir werden ein bisschen langsamer. Unser Kumpel wird schwächer. Aber wir stecken einiges mehr ein. Ja, komm. Mach ich mal. Und wahrscheinlich haben wir auch noch irgendeine Fähigkeit drauf. Genau, jeder, der uns berührt, kriegt dann eine gewischt. Das ist gut. Das gefällt mir. Wenn das, au, wenn das wirklich so durchgeführt wird. Ja, sie kriegt eine gewischt. Ich meine, wir kriegen sie auch eine gewischt. Oh, neue Splitter. Haha. Peitschen können. Ah ja. Okay. Ich frage mich, was es hier so noch alles für uns zu finden gibt. Weil ich meine, wir sind hier gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit zu fliegen. Laut Dominique. Okay, das ist down. Auch wenn ich nicht so gekonnt damit umgehe, ist es down. Was ist das denn hier? Dieser Bulle. Taschendieb Ring. Aha. Au. Okay, gut. Da sollte man nicht dran laufen. Okay, der ist weg. Und damit haben wir eine neue Quest erledigt. Für die Frau, die will, dass wir alle Leute rächen. Na gut, damit hätten wir das auch schon erledigt. Blub. Okay. Blub, blub, blub. Mieze? Nein, böse Mietz. Nein, Mietz, böse Mietz. Das ist mein Frikassee. Nein. Auf die Fresse. Meine Mana-Rosen. Okay. Du kriegst aufs Maul. Sehr schön. Okay, ich bin echt richtig gespannt. Und vor allem auf den Bossgegner, der uns die Fähigkeit geben wird. Weil ich ganz stark davon ausgehe, dass wir die von einem Bossgegner kriegen werden. So wie sonst auch immer. Solche fetten Fähigkeiten. Okay. Okay. Ich wette, da oben ist ein Geheimgang. Wette ich mit euch. Aber wenn man nicht rankommt, kommt man nicht ran. Kümmern wir uns mal anders drum. Okay, raus aus dem Labor und hinein in die Höllenhöhle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Feuerelementar. Oh, es lebt noch. Naja, es lebte noch. Au, 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 au. Au, ich hab gar nicht realisiert, dass du da bist, Junge. Boah, das ist ein krasser Dungeon-Abschnitt, muss ich sagen. Das sieht hier sehr, sehr ungeil aus, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Kann mir schönere Orte vorstellen als den hier. Okay. Und ich bräuchte mal wieder die Möglichkeit zur Heilung. Oh Gott,
Oh Gott, was war das denn gerade? Ich wusste nicht, dass der auch nach oben angreifen kann. Hä? Hilfe? Gebratener Frisch? Okay. Auf die Fresse. Vulkanomorte. Okay. Noch mehr Vulkanomorte. Currypulver. Oh Gott, wie? Ja, wahrscheinlich, wenn man fliegen kann. Deswegen, ich kümmere mich da jetzt nicht weiter drum. Hallo, wow, wow. Höllenhund. Okay, das ist eh nur eine blaue. Warum will ich da ran? Nein, hä? Das ergibt ja nicht mal Sinn. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum er da gerade in die falsche Richtung ausgewichen ist. So. Probieren wir das hier. Ist Eis gut gegen Feuer oder ist Feuer hier gut gegen Eis? Sieht in Ordnung effektiv aus. So, auf die Schnauze! Hilfe? Ah, okay, da oben ist nur eine Schatzkiste. Ist es denn? Ach, jetzt ist es. Es ist tot und verbuggt. Okay, ja, gut, dann mache ich halt das da. Wow. Seide. Au. So. Einmal das. Natürlich, warum auch? Au, au, Alter. Mann! Okay. Okay. Risikoring. Okay. Noch mehr okay. Ich sag noch fünfmal okay. Okay, da haben wir den Splitter von den Flammenmorte. Wahrscheinlich Feuerball oder so. Flammenwerfer. Oh ja. Könnte cool sein. Du nervst. Du nervst auch. Eieiei. Komm. Du bist nervig. Tödlichkeitsring. Okay. Scherbe. Reflektorstrahl. Durch da. Scherben. Aquastrom. Wo ist er denn? Komm her. Ist das alles schon tot hier? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Also ehrlich, wie habe ich das gerade gemacht? Archive? Ich muss mal kurz schauen. Techniken? Sieh die gelernte Techniken an. Oh! Okay. Kann man mal versuchen. Okay, das sieht sehr heiß aus. Auf die Fresse. Ich hätte gerne einen... Och, genau dich. Dich brauche ich. Na doch, ich wollte speichern.
Geusche. Genau. So, einmal speichern. Nein, böse. Und wir kriegen die Mimikfähigkeit. Glückverstärkung. Ah. Okay, verstehe. Na. Geht mir nicht auf den Sack. Okay, hier zum Wegporten. Alles klar. Dann lesen wir hier mal noch nach. Ist ein Vulkan ausgebrochen? Die Tage sind dunkel wie die Nacht und der Himmel ist blutrot. So stelle ich mir die Hölle vor. Wie lange wird das so weitergehen? Unsere Ernte ist dahin und die Menschen beginnen seltsam zu reagieren. Aber vielleicht ist das unsere Chance. Ein Zeichen Gottes, dass die Zeit für das Ritual gekommen ist. Der Himmel ist unverändert und wie erwartet haben meine Vorgesetzten mich gerufen, um das Ritual trotz der Einwände meines Freundes durchzuführen. Seine Meinung hat nur wenig Bedeutung, da mich die Gilde voll und ganz unterstützt. Ich muss warten. Das Ritual wird in 10 Tagen durchgeführt und ich habe bis dahin noch sehr viel zu tun. Natürlich hast du noch viel zu tun. Du siehst nicht lecker aus. Du siehst echt nicht lecker aus. Muss ich dir leider so ins Gesicht sagen. Okay. Aua. Aua. Hör auf mit dem Mist. Auf die. Okay, der ist strange. Der ist strange und eklig und cool irgendwie. Ich hab nicht in diese Richtung geguckt, nur mal so. Sollte man vielleicht mal jemandem sagen, dass ich nicht in diese Richtung gucke. Ich... Warum weicht sie denn gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung aus? Ich wollte gerade sagen, du gehst da jetzt auf die andere Seite. Ich kenne dich doch. Ich hab dich doch inzwischen schon verstanden, Kollege. So. Aus dem Maul. Au. Auchi. Ich glaube, ich bin gleich tot. Laser? Okay. Okay, er switcht die Seiten. Was ist jetzt sein Ziel? Natürlich das. Nein! Oh. Er hat mich verarscht. Nein, ich habe mich selbst verarscht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Diesmal war ich schuld mit dem Ausweichen in die falsche Richtung. Naja, passiert. Passiert. Ich war am Überlegen, ob es vielleicht klüger wäre, das andere Schwert zu benutzen. Das normale und nicht das Großschwert. Aber wenn er oben ist, dann haben wir nicht diesen schönen Radius. Und da weiß ich nicht, ob das überhaupt so sinnvoll wäre. So, ich lese hier einmal, dass das im Tagebuch mit drin steht. So, einmal so, einmal wieder zurück. Hä? Einmal so, einmal zurück. Genau. Und dann kommen wir nochmal zu unserem Kumpel. Wir können es ja mal probieren, ob die andere Waffe klüger wäre. Genau, dann probieren wir jetzt mal den. Ja, ich glaube, sie ist klüger. So. So, jetzt wechselt er die Seiten. So. Aua. Alter, ich komme damit nicht klar. Ich komme damit einfach nicht klar. Ja, ja, ist in Ordnung. Ja, genau, komm zu mir. Komm runter hier. Aufs Maul. Komm, hier. Wasch dich mal. Nein, das macht mehr Damage. Das ist sinnvoller. Auf die Fresse.
Auf die Schnauze. So schnell kann es gehen, ne? So schnell kann es gehen. Ja, ich glaube, das Schwert hat sich besser gemacht. Spiegel, kehrt für dich die den Schwerkrafteffekt um. Verwende links oben, links unten, links oben und A zum Aktivieren. Okay, verstehe ich gerade noch nicht. Hä? Links. Okay. Geht das in dem Raum nicht? Weil ich verstehe es gerade nicht. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, okay. Okay, hab verstanden. Ich muss tatsächlich nicht entweder oben oder unten, sondern ich muss machen. Ich muss unten oben A drücken. Dann switcht er das. Auf die Fresse! Du auch! Ah! Giftkukri, okay. Ultimative Munition. Mhm, okay. Freunde, ich glaube, wir haben soeben damit jetzt die Fähigkeit bekommen, alles zu sammeln, was wir so sammeln müssen. Ja, alles zu sammeln, was es so zu sammeln gibt. So. So, dann kriegen wir von denen noch ein rote Erinnerung. Steigert deine Werte, wenn deine TP sinkt. Oh, das ist gut. Warte. So. Okay, daran muss man sich gewöhnen, das zu tun. Okay, ich würde jetzt tatsächlich nochmal zurückgehen. So blöd, wie ich bin, wenn ich das tue. Aber ich will diese eine Schatzkiste noch haben. Hey. Und das tut mir fast ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite eigentlich auch nicht. Weil Schatzkiste. So. Komm her. Aufs Maul. Komm doch her. Feigling. Dann halt nicht. Oh, Drachi. Ja, das ist ungünstig, dass der Drache hier. Oh Gott. Okay, Levelaufstieg für das Schwert. Das gefällt mir. Ja, wie wir da rankommen sollen, weiß ich immer noch nicht. Ich glaube nicht, dass das hier so sinnvoll wäre. Wobei. Oh, tatsächlich doch. Oder? Ha! Au. Okay, war ein bisschen strange, aber hat geklappt. So, dann bleiben wir doch jetzt einfach mal an der Decke. Lalalala. Okay, wir bleiben an der Decke und benutzen jetzt... Was? Benutzen jetzt einen Reflektorstrahl. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur normal springen. Au, das ist ungeil. Okay. Gut, jetzt aber Reflektorstrahl. So. Inverto. Flammenschal. Natürlich fällst du da rein. Was auch sonst. Okay, das hätten wir. Dann versuchen wir uns jetzt an unserem Kumpel vorbeizuschleichen.
So, ja. Haha. Nö, das Viech. Haben wir hier eigentlich noch... Nee, haben wir nicht, ne? Nee. Hier haben wir noch. Ne, aber ansonsten haben wir keinen Ort, wo wir irgendwie noch Schnetzelquests erledigen könnten. Bleib doch hier! Mann! So. Truhe muss auch nochmal sterben. Sag ich doch. Naja, von mir aus. Ich wollte vielleicht gar nicht in das, Na gut. Ich kann ja eh nichts dagegen tun. So, Inverto. So, auf Fresso. Nicht? Okay. Oh, Kacke. So. Toria! Nein, von dir will ich nichts. Sondern nur hier speichern, bevor ich tot umfalle. Okay. Freunde, dann... Und das funktioniert hier auch, ne? Wenn es sogar ein Speicherraum funktioniert. Ja, wenn man es richtig macht... Dann funktioniert es auch. Okay, muss ich ein bisschen üben, aber dann geht das auch. Moin! So, dann Inverto! Inverto! Aha! Seide. Okay. Dann ist das in Ordnung. Flop, Inverto! Und Inverto! Okay, da heißt es einfach schnell genug angreifen. Dann funktioniert das auch. Lohengrin? Könnte ein interessantes Schwertchen sein. Ja, ist es, aber nicht so interessant, dass wir es benutzen würden. Schade. Ich hätte ja schon gern wieder eine neue Waffe. So langsam. Wir laufen jetzt schon eine ganze Weile mit unseren bekannten Waffen rum. So. Okay. Inverto. Noch mehr Seide. Hier, noch ein Tödlichkeitsring. Wir müssen allgemein mal wieder ein bisschen auf unsere Ausrüstung schauen, finde ich. Die haben wir viel zu lang missachtet. Groteske Stachel. Das hier sieht voll fake aus. Ja, ist es auch. Also das war mal ein sehr, sehr, sehr sichtbares... ein sehr, sehr sichtbares... Geheimtürchen. Na los. Hopp, Inverto. Okay. Oh, ich dreh uns mal wieder richtig rum. Sonst verwirrt mich das zu sehr. Ah, und guckt mal. Jetzt haben wir das hier gefunden. Und jetzt wissen wir auch, warum wir hier nie nach oben gekommen sind. Einfach, weil wir das gar nicht sollten. Das ergibt Sinn, oder? Okay. Das heißt, ich würde jetzt hier einmal nach unten gehen und dann nach links gehen. Das hier müsste nur eine... Ich weiß nicht, war das... Ich kann nicht aus meiner Haut, ich muss mir das angucken. Aber von hier aus kann ich das nicht angucken. Ja, das dürfte nur eine Refill-Kiste gewesen sein. Okay. Freunde, das gefällt mir. Damit haben wir jetzt sehr schön was freigeschalten. Damit können wir jetzt eigentlich alles nochmal ablaufen, um zu schauen, was wir wo und jetzt noch holen können. Unter anderem wäre es, glaube ich, am klügsten, wenn wir von hier aus jetzt schnell hier runter machen würden
um das einmal abzuklären, was es dort gibt. Und genau das mache ich jetzt auch. Nochmal einmal schnell in die Wüste rein. Na komm. Na, dann halt nicht. Nee, wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht. Dann vergiss es. Dann kämpfe ich hier lieber gegen den Knochendrachen. Gegen das lebende Fossil. So, sag ich doch. Ist mir dann lieber. Ihr seid mir eigentlich gar nicht lieber. Oh, die sind mir ganz lieb. Weil diese schnell tot umfallen. Das hatte ich so nicht geplant. Okay. Er hat den Rest gemacht. Da bin ich zufrieden mit. So. Inverto! Sag ich doch, dass sich das lohnt. Sag ich doch, Freunde. Mächtige Munition. Okay, dann hätten wir das. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt nochmal nach links oder nach rechts laufen. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal nach links. Einfach, um noch ein paar Gegner mitzunehmen. Au. Das Ding können wir noch mitnehmen. Also 100% werde ich das Spiel auf jeden Fall nicht durchspielen, aber ich werde versuchen, so viele Prozent wie möglich zu schaffen. Die Map möchte ich auf jeden Fall 100% komplettieren, wenn ich das schaffen sollte. Falls Geheimräume dazu zählen, wäre es blöd. Weil da möchte ich eigentlich nicht nochmal alle Maps ablaufen mit diesem Geheimraumradar, nur um da auch noch die letzten Dinger zu finden. Wobei es schon cool wäre, weil ich mir ja irgendwie noch die anderen Bitwelten wünsche, dass wir uns die angucken können. Und ich glaube, das geht sonst nicht. Na komm, auf die Fresse. Ach, der ist schon tot. Kristall. So, 2, 3. Und du kriegst auch aufs Maul. Okay. Dann wäre der untere Bereich, so wie ich das sehe, außer Secrets. Ich guck noch mal, so drüber. Das ist alles mit Rand, alles mit Rand, alles mit Rand. Ja, 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 ja. So, ich gucke jetzt wirklich hier nur den unteren Bereich an. Aber der sollte komplett mit Rand sein. Also, ich glaube, hier unten haben wir alles, was wir tun können, erreicht. Jetzt begeben wir uns mal nochmal zu dem Anfang zurück. Da hatten wir ja noch so das ein oder andere Örtchen, wo wir bisher nicht hin konnten. Obwohl ich es mir eigentlich gewünscht hätte, dass wir da schon hin könnten. Ah, wieder mein Lieblings-Soundtrack. Mein Lieblingsmusikstückchen aus dem Soundtrack, so rum. So, wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen jetzt nach unten und dann nach rechts und nach... Ja, ist glaube ich das Beste. Nach unten und nach rechts. Ja, von mir aus kommt ihr auch her. Ist in Ordnung, ich habe hier mein beschützendes Teil. So, moin. So. Ah, durch die Stachelrüstung. Okay, das ist cool. Durch die Stachelrüstung machen wir das hier jetzt immer automatisch direkt kaputt. Das ist praktisch. Das ist wirklich sehr praktisch. So, den killen wir. So. Und dann haben wir hier Inverto. San Diego.
Wahrscheinlich ein Katana. Schätze ich mal. Okay. Also das hätten wir wahrscheinlich sogar noch mit dem Reflektorstrahl geschafft, den wir gerade sogar noch ausgerüstet haben. Hätte ich probieren können, habe ich aber nicht getan, weil ich es vergessen habe. Weil ich vergesslich bin. So, Fresse. So, du kriegst auch nochmal auf die Fresse. Einfach weil ich es kann, genau. So, hier nochmal schön nach oben. Oh, neues Ding. Nice. Kopfflegel. Okay. Piratenhut. Das ist strange. Ich habe mich schon gefragt, wie das hier wohl sein wird. Da habe ich meine Antwort. Man fliegt raus und dann wird man automatisch wieder richtig rumgesetzt. So leicht kriegt man die Antwort, die man möchte. Oder die man braucht. Oder sonst was. So, ach, es tut gut, endlich diese ganzen Sachen einsammeln zu können. Ganz ehrlich. Es tut richtig gut, es zu können. Ne, Ratte? Rattenschwanz. So, ja, du brauchst immer noch die Brigandine. So, hier, ich hätte gern meinen Reis. Dankeschön, hier kriegst du mal Kartoffeln. Okay. Dann hätten wir das. Kollegin, ich hätte gerne meinen Diamanten. Sehr gut. Du. Was ist so mit dir? Bleigewicht, ja? Spiegel. Kurze Unverwundbarkeit. Schmelzende Knochen. Ja, dann. Zuckende Glied. Ach nee. Falsches Ding. Rote Erinnerung. Ach so. Ich hätte immer noch gern Schwertstücke. Aber wir kriegen die ja nicht. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks. Reflektorstrahl, Rinderfeder haben wir nicht. Walnuss brauchen wir. Walnuss haben wir auch nicht. Düsterschädel, okay. Feenflügel. Naja. Manju. Chiffonkuchen. Glück. Pizzateig. Ja, wir könnten... Ach, wir haben einen Pizzateig. Was brauche ich denn dann für eine Pizza? 4 Pizzateig? Braucht man für eine Pizza? Aha. Das ist mir aber neu. Na gut. Machen wir mal einen Chiffonkuchen. Und futtern das dann gleich. Ja, und die Brigandine kann ich immer noch nicht basteln, ne? Fertigen. Haben wir hier was Neues? Blutgang. Schwert an 33. Ja, wir haben inzwischen 45 mit dem normalen Schwert. Das ist nicht ganz zeitgemäß. Das hier. Das wäre immer noch schön. Den nehme ich auch. Aber, ja. Schwierig. Große Schwerte. 48. Gibt es noch was Besseres als 48? Immer 46 mit der 16-Bit-Münze. Aber, ne, ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, was wir so haben. Kristallrüstung. Okay. Seidenkleid, Ritterharnisch. Ach ne, mit der Stachelrüstung sind wir tatsächlich sehr gut gerüstet, was Verteidigung angeht, wie ich gerade sehe. Flammenkettenpanzer. Oh, der wäre natürlich geil, ne? Flammenkugeln, 4 Flammenringe. Das wäre natürlich cool. Monsterpelze. Ich brauche einen Monsterpelz. Ich müsste mir den eigentlich einfach mal holen. Oder kann ich irgendwas auseinandernehmen? Wir haben jetzt 7 Stück. Kann ich irgendwas auseinandernehmen, was wir haben, wo ich Monsterpelze rauskriege? Donnervogelfeder. Diadem, Smaragd. Löwenpelz, Hundehaut. Wolle, Platin.
Flammenschal. Big Speed? Warte mal. Also, den muss ich unbedingt anlegen. Ich wollte gerade sagen, lohnt sich das denn auseinanderzunehmen? Aber erstens haben wir da keine Kosten, haben wir nicht genug Alkohol dafür und zweitens, ja, den sollte ich einfach anlegen. Equipment. Flammenschal. Zwei Verteidigung weniger, aber das funktioniert schon. So. Steigert den Schaden. Bessert die Rutschfähigkeit. Die Angriffsfähigkeit in Proportion zu der Anzahl der von dir besiegten Feinde steigert. Okay. Okay, okay. Je mehr Viecher man also insgesamt hier besiegt hat, hat man ja hier, ich weiß nicht. Nein, die Maus kriege ich nicht. Unten links in den Daten. 1740 Feinde haben wir da. Also ist schon nicht schlecht, aber naja. Der deine erhaltene Erfahrung steigert, auch nicht schlecht. Steigert die Bewegungsgeschwindigkeit, auch nicht schlecht. Mehr Beutegegenstände. Verteidigungsfähigkeit senkt und den... Oh! Eieiei, und den Angriff steigert. Aber der Angriff steigert nicht, steigt nicht so sehr, dass diese Verteidigungssenkung sich lohnt. Ach du gute Güte. Holla. Eieiei, nee, das wollen wir nicht. Angriffsfähigkeit 104. Wo? Das sind 97. Das sind 100. Nee, hä? Wo habe ich den denn jetzt? Wo war der denn jetzt? Da, 104, der durchquerer Ring. Zwei drüber. Das würde sich schon eher lohnen, ne? Aber vielleicht anstatt dem Hyperventilator, weil der... Verteidigung, ja. Ich glaube, das hier ist eine ganz gute Wahl, das auszutauschen. Und Hut des Reisenden. Alle Werte einfach erhöht. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, also ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir können hier einmal ganz nach oben und ich schätze auch mal, dass das ist, was das Spiel möchte. Dass wir da ganz nach oben gehen. Ich schau mal. Hier sieht wieder aus wie ein Stück, wo ich einen Geheimraum vergessen habe. Das da unten haben wir alles abgeklappert. Da haben wir noch zwei fehlende Punkte. Da fehlt uns noch was, aber das war einer dieser Schlüssel. Den haben wir hier auch noch. Also so ganz einfach ist es nicht, aber wir kriegen das schon hin, Freunde. Ich würde sagen, ich suche uns bis zur nächsten Folge so einen Monsterpelz, dass wir dann ganz schnell die Brigandine machen können und die dann oben abgeben. Dann haben wir auch Pizza und dann können wir die auch abgeben. Und das wird alles super, Freunde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen in der heutigen Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!